So, ich freue mich unheimlich, dass ihr alle da seid, dass wir den Saal fast voll haben. Jetzt haben wir einen wunderbaren 50 Hertz Brumm irgendwo. Ja. Markus, wie viele Leute haben wir, wie viele Gäste haben wir? Wissen wir nicht. 180 oder sowas, ne? Das freut mich, das ist ziemlich konstant. Ist jedes Jahr mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Dieses Jahr das erste Mal mit 2 Tagen. Hatte ich ein bisschen Angst, aber scheint zu funktionieren. So, bevor ich jetzt mit komischen Dingen weitermache, wir haben letzte Woche irgendwie im IRC-Channel die Diskussion gehabt, wer hat das älteste Reibhändel oder wer hat das älteste Händel? Ich würde sagen, das gewinnt einfach der Herr neben mir, der hat nämlich zum Beispiel Mainz angelegt und die meisten von euren auch. Arnold, sag mal hallo. Ja. Hi. Ganz herzliches Willkommen auch von meiner Seite aus und auch vom DKIX. Wir haben ja damals die DKIX Technical Meetings konvertiert zum DNOC Meeting, weil wir gedacht haben, es gibt so viele spannende Themen, die eben nicht nur für die DKIX Kunden interessant sind, sondern allgemein für die Netzwerker in Deutschland. Und da habe ich mehr oder weniger den Jens und auch den Markus dazu verhaftet, das auf die Beine zu setzen. Und die machen das jetzt auch tapfer zum 7. Mal schon. Und wie gesagt, ein ganz herzliches Willkommen von DKIX. Ganz herzliches Dankeschön auch an Caro, die, glaube ich, nach oben ist und die Anmeldung macht für die Organisation. Und alle anderen, das Programmkomitee, gibt es da auch einen Chair? Markus ist der Chair vom Programmkomitee. Ganz herzlich Dank an das Programmkomitee, das sich wirklich Mühe gibt, immer auch das Programm auf die Beine zu stellen. Es ist wirklich viel Arbeit. Vielleicht geben wir da mal vorab schon mal einen Applaus dafür. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch so viel euch für heute und morgen ein gutes Meeting zu wünschen, viele Kontakte, viele Gespräche. Wir haben, glaube ich, auch ausreichend Zeit eingeplant, damit das möglich ist. Heute Abend das Social Open End und einfach viel Spaß und viele neue Erkenntnisse. Danke dir, Arnold. Jetzt dürft ihr nochmal. So, kommen wir zur wichtigsten Geschichte erstmal. Falls ihr ins WLAN wollt und die Passworte noch nicht habt vom letzten Jahr, da sind sie kurz. Ja? Ihr müsst ja auch kommentieren, was hier vorne abläuft. Das wäre mal der halbe Spaß. Ich mache da mal weiter mit einem Dankeschön. Kerstin. Dankeschön und einmal Schimpf, weil tatsächlich, das kriege ich aus dem Kopf nicht mehr hin. Die Kerstin hat sich um die Sponsoren gekümmert. Es sind diesmal so viele, dass sie noch nicht mal alle auf der Folie drauf sind. Es sind zumindest alle drauf, die ich dafür bezahlt habe, auf der Folie zu stehen. Ich hoffe, die anderen kriege ich noch zusammen und kann sie dann gleich nochmal vorlesen. Die Vertreter der Sponsoren, die wir jetzt hier drauf stehen haben, also DKIX, Juniper, Centaro, Akamai, ECIX, Sys4, Mellanox, A10, Adva, Axians und Viprinet, die dürfen gleich, wie nannte Kerstin das, einen Tweet machen, einen Twitter-Talk. Also wenn ihr schon mal langsam euch dahin begebt, dann hole ich euch gleich einen nach dem anderen. 2-3 Minuten, hallo sagen, wer seid ihr? Genau. Was ist wichtig? Wir haben diesmal richtig schön große Fläche und nicht mehr nur so einen kleinen Kaffeetisch für jeden, sondern wir haben auch eine Ausstellungsfläche. Habt ihr wahrscheinlich gesehen, wenn ihr Mittag gegessen habt schon, nutzt das reichlich, also nicht nur die Kaffeetische, sondern auch das, was drumherum steht. Schaut euch an, was die Aussteller mitgebracht haben. Ein Schmankerl gibt es, Hands-on, ein Workshop. Die haben sogar einen eigenen Raum, die lieben Kollegen von der Mellanox. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Da gibt es, so wie ich das verstanden habe, einen Switch zum Angucken, der noch gar nicht kaufbar ist. Ja, Arnold vom DKIX hatten wir schon hier. Der darf nicht nochmal. Er hat schon. Xantaro Juniper, wer von euch möchte 3 Worte sagen? Och nö. Später. Schwierig. Machen wir mal weiter. Heute Abend wird Bier bezahlt. Das ist sehr schön. Sehr schön. Sehr angenehm. Von Akamai. Jemand da? Ja! Bitte aufstehen!
Ach, das ist doof. Ach, pfui, das ist nur Feigheit. Okay, also, Juniper kennen wir alle, Xantaro kennt ihr dann auch, wenn ihr Juniper kaufen wollt. Entschuldigung, Akamai, boah, der war gut, ne? Akamai haben wir auch jeden Tag vor der Nase. Ezix, ist der Stefan da? Willst du ein paar Worte sagen? Auch nicht. Leute, ich muss eine Dreiviertelstunde vollkriegen. Kaffee. Ich gebe mir Mühe. Muss ich mir was überlegen. Vielleicht erzähle ich ein bisschen was über Ausschreibungsmanagement, ne? Wie ich die Leute hier normalerweise quetsche. SYS 4. Ha! Der muss, sonst kriegt er Ärger mit seiner Frau. Ja. Wir sind zu effizient. Du brauchst gar nicht hinzulaufen. Genau. Das ist ein bisschen arg spontan. Also, Wolfgang Liefernahme von der SYS 4. Wir sind in München vor 3 Jahren gegründet aus 15 Freiberuflern, die gedacht haben, gemeinsam können wir größere, tollere Projekte machen und wir kümmern uns im Wesentlichen um sichere E-Mail-Infrastruktur. So, im Open-Source-Umfeld. Wer es genau wissen will, soll mich einfach fragen. Ich bin heute Morgen da. Wunderbar. Dankeschön, da hat sich doch endlich jemand getraut. So, Mellanox, jemand hier oder sitzen die alle an ihrem Switch? Da, komm, sag ein Wort. Mal gucken. Ja, wir sind heute hier. Herzlich willkommen. Mein Name ist Alex Nadella und mit unseren Ethernet-Produkten sind wir hier. Die beiden Tage haben einmal einen Showroom im Raum Argon, da ist auch der Arne Heidmann. Und dann natürlich dann nochmal auf unserem Stand da, wo alle anderen auch sind und stehen gerne zu Gesprächen bereit. Wir freuen uns. Wunderbar, danke. So, damit wissen wir, wer uns das Bier bezahlt. Ganz prima. Richtig. Goldsponsor A10. Ich frage mal, habe ich es richtig ausgesprochen? Ah, da kommt jemand. Hey, wunderbar. Dann erzählt mir als erstes A10 oder A10, wie nennt ihr euch? Genau. Hallo zusammen, mein Name ist Professor Wolfgang. Ich bin von A10 Networks. Das ist die englische Version, aber gerne auch auf Deutsch A10, wie auch immer. Wir sind zu dritt hier vertreten mit technischem Know-how, haben auch einen kleinen Stand hier. Und wer noch nicht weiß, worum es bei A10 Network geht, wir machen klassisch, wo wir herkommen, Load Balancing. Neudeutsch heißt es ja Application Delivery Controlling. Zusätzlich machen wir noch CGN, Carrier Grade Networking, das ganze Address Translation von IPv4 auf IPv6 und wir machen auch DDoS Protection, eine neue Produktserie von uns. Und ja, wir freuen uns auf viele interessante Gespräche. Danke. Jo, wir uns auch. Dankeschön. So, Silbersponsoren. ADVA, finde ich spannend. Ihr seid gar nicht so alt. Ne? Wo seid ihr? ADVA? Jemand da? Och nö. Die essen das Buffet noch leer. Sei ihnen gegönnt. Axions? Das wollte ich jetzt nicht sagen. Wenn ich in München bin, dann höre ich mich da in der Martinstraße in der Kantine und ich glaube, die sitzen da auch viele um die Ecke und rundherum. Ich habe letztes Jahr ein Projekt gemacht, da saß mir der jetzige oder einer der jetzigen Justizianen gegenüber von der ADVA. Das wäre lustig gewesen hier. Axions, jemand hier im Saal? Nee, schade. Aber Vibrinet. Yeah. Yay! Brauchst du ein Mikro? Geht das besser? Ja! Der Kollege Simon Kissel ist auf dem Weg. Ja. Von dem werdet ihr auch alle heute Nachmittag noch was hören. Wir entwickeln und produzieren echte Bündelungsrouter im schönen Bingen am Rhein. Und ja, wir machen eigentlich SD-WAN, bevor es den Begriff SD-WAN gab. Und ja, sind deutlich erkennbar, wahrscheinlich. Und freuen uns natürlich auch angesprochen zu werden und
werden auch euch ansprechen. Ja, wunderbar. So, also Kerstin war so fleißig, das ist unglaublich. Jetzt muss ich hier auf dem Zettel gucken mit meiner niegelnagelneuen Brille, an die ich mich noch nicht komplett gewöhnt habe. Ich habe hier noch draufstehen. Alcatel-Lucent kennen wir auch alle. Willkommen, herzlichen Dank. Die Level 3 kennen wir auch alle. Meinberg, also ich habe einen Fehler gemacht, ich habe keine Uhr da, also vielleicht könnt ihr mir da helfen. Nominum freut mich sehr, weil einer meiner allerältesten Berufskollegen ist heute hier. Mit Herrn Weber habe ich angefangen zu arbeiten, oh je, kurz nach dem Abitur, während meiner Studienzeit. Also unser damaliger Arbeitgeber ist mitschuld, dass ich nicht fertig geworden bin. So lange ist das her. Nominum. Thomas Krenn habe ich gesehen, die haben wieder ganz spannende Hardware dabei oben. Habe ich SysEleven schon genannt? Nein, SysEleven habe ich noch nicht genannt. Die haben sich geprügelt. Ist der Christian da? Nee, ne? Kommt nicht der Christian. Schade. Oh weh. Und jetzt wird es ganz klein. Wen habe ich noch nicht aufgezählt? In anderer Funktion. Core Backbone. Den Stand habe ich oben gesehen. Da habe ich vorhin meine Jacke schon mal deponiert. Das ist auch schon mal sehr gut. Ja. Ich hoffe, dass wir auch bei den nächsten Meetings so fleißig von Sponsoren versorgt werden. Also an der Stelle, Leute, nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön in Richtung Kerstin. Ohne die Anwerbung, ohne das kriegen wir solche Veranstaltungen nicht hin. Ich meine, es sind jetzt 2 Tage, wir waren vorher mit einem Tag unterwegs, kostet Kleinigkeit mehr, aber das, was wir da beisteuern mit unserem Eintritt, das reicht leider nicht, um das tolle Ambiente diesmal, wirklich toll, komplett zu bezahlen. Das funktioniert nicht. Dazu brauchen wir die Sponsoren. Ganz herzliches Dankeschön nochmal von meiner Seite. Bitte nehmt das auch wahr. Denkt auch dran an den Raum Argon. Denkt an die Stände. Unterhaltet euch. Deswegen sind die hier. Die möchten Kontakte knüpfen. Ja. Ich habe die ganze Zeit vom Bier gesprochen. Wie kommen wir denn zum Bier hin? Als Location hat sich, glaube ich, Caro ausgesucht, zusammen mit dem Markus, die Weststadtbar. Ich weiß nicht, wie viele Leute aus Darmstadt sind, wahrscheinlich nicht so viele. Also Weststadtbar ist hier eigentlich eine ziemlich bekannte Bar. Dummerweise ist die Mainzer Straße 106 nicht gerade fußläufig. Das ist nämlich irgendwie an den Bahngleisen lang, hinter dem Stellwerk. Marc hat mir das beschrieben. Da kommen wir zu Fuß nicht hin. Wir möchten aber alle so gegen 19 Uhr dort begrüßen, deswegen haben wir tatsächlich Busse ab 18.30 Uhr hier vorne vom Dammstadion weg. Ja, so schön das beim Biertrinken ist, irgendwann ist das auch fertig, dann müssen wir wieder zurück. Also zwischen 22 Uhr und 0.30 Uhr stehen dann dort auch wieder Busse. Die fahren natürlich nicht für 2 Leute los, ja, also müssen wir gucken, dass wir es irgendwie in Schüben hinkriegen, dass die halbwegs gefüllt wieder rückwärts kommen. Dafür werden die auch an den umliegenden Hotels mal kurz anhalten. Also wenn ihr dann einsteigt heute Abend, vielleicht einen Zettel, falls ihr nicht mehr sprechen könnt, einen Zettel hin, welches Hotel ihr wollt. Aber nicht zu viel, bitte. Wir wollen ja morgen dann mit dem Programm weitermachen. Ich glaube, ich habe jetzt noch 20 Minuten zu füllen. Das heißt, ich werde tatsächlich mit euch einmal durch die Agenda gehen. Bis ihr um Hilfe schreit. Also Registration, Welcome Lunch hatten wir hinter uns. Caterer ist wahrscheinlich nicht hier, es war echt klasse heute. Opening Welcome Words, die mühe ich mir gerade ab. Dann fangen wir an so gegen 14:45, glaube ich nicht früher. Network Automation Programmability, das habt ihr mit Absicht gemacht. Programmability. Von Peter Sievers. Anschließend Lightning Talks. Da wird, glaube ich, der Markus durchführen. Der hat einen Zettel, wo drauf steht, welche Lightning Talks wann dran sind. Der ist abgelenkt. Ja? Okay. Der Jens möchte mal wieder komische Zahlen sich gegenseitig an den Kopf werfen. Der Jens Link, der wird dann ein PGP Key Signing beaufsichtigen. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet. Ich habe es natürlich mal wieder vergessen. Ich habe nichts dabei. Und nach der Kaffeepause gucken wir uns mal an, wo Ethernet noch hingeht, wie sich das dorthin entwickelt hat. So
vor ein paar Wochen ist so durch die Social Media mal wieder die Notiz aus den Xerox Labs rumgelaufen, warum dieses Ethernet-Zeugs eigentlich scheiße ist. Das funktioniert ja gar nicht. Ne? Das ist so 25, 30 Jahre her und heute machen wir alles mit dem Zeug. Anschließend Multi-Domain VPN von Thomas Schmidt. Da bin ich ganz gespannt. Ja. Ja. Ach, du hast getauscht. Ah, genau. Du hast getauscht mit dem Thomas Schmidt, dann ist da dort der Arnold dran. Also, wenn ihr gleich auf der Folie Arnold seht, da steht Thomas Schmidt. IP Fabrics von Tom Eichhorn. Ich bin super gespannt. Tom ist ein ganz toller Vortragender und er hat immer geniale Folien. Anschließend der Simon, haben wir gehört, von Vibrinet, freie Endgerätewahl. Schauen wir doch mal. Wir wissen doch, also so ein Dating-Service kommt auch ohne Automatisierung gar nicht aus. Ja? Da muss man ja sogar die Damen simulieren. Gut. Simon, bin ich ganz gespannt. Freie Endgerätewahl, das ist natürlich ein Thema, gerade für Endgerätehersteller in Deutschland, ein bisschen politisches Thema. Und danach begeben wir uns dann im leichten Bieranzug in die nächste Location. Morgen früh. Bin mal gespannt, ob ihr pünktlich seid. 9 Uhr beginnen wir mit Lightning Talks. Danach, nee, das D6-Update gibt es nachher und da ist dann der Thomas Schmidt dran, denke ich mal. Nein, nein, okay, D6-Update macht dann der Wolfgang. Ah, Wolfgang Tremmel. D6. D-Kix, Entschuldigung. Fracking Fiber Optics, Thomas Weible. Bin ich auch gespannt, wird super. Coffee Break, Peering.db, das ist dann nachher dran. Genau, Peering.db machen wir nachher. Caching, Your Cache, Recursive DNS Server also requires your attention. Da lasse ich mich überraschen. Also die DNS Server, die ich habe, die brauchen keine Aufmerksamkeit, aber ich habe auch nicht so genug Hosts dafür. Securing Data in Motion vom Ulrich Schlegel anschließend. Mittagspause. Reliable and Secure DHCP V6 expected. Ich wäre froh, wenn ich das Zeug bei mir zu Hause endlich mal ins Rennen bekäme. Das ist ein Graus. Ich hoffe, ihr habt da mehr Glück, ihr habt aber auch größere Netze. Und dann werden wir morgen am frühen Nachmittag tatsächlich schon auf Wiedersehen sagen. Das heißt, ihr könnt dann hoffentlich am Abend schon zu Hause sein. Aber nicht ohne Lunch auf dem Weg. Also hungrig muss keiner weg. Das war's im Moment. Wenn es Fragen zur Organisation gibt, wenn ihr euch nicht zurechtfindet, sonst irgendwas, einfach mal kurz bei Markus, bei mir, bei Caro, bei Kerstin klopfen, fragen. Wir versuchen das dann auseinander zu sortieren. Ja, herzlichen Dank. Viel Spaß.